Ja, hallo. Heute ein kleines Video zum Thema additive Farbmischung am Auto und warum hat der Mini eine kleine grüne Lichtscheibe in der Lampe. Das alles seht ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Jetzt in der vergangenen Woche war eine Kundin da und die hatte sich die Lampen kaputt gefahren, weil die einen kleinen Unfall hatte. So, hier seht ihr die Rückleuchte von dem Mini mit dem Unfallschaden. Letzte Woche, wie gesagt, war die Kundin da und da fiel mir dies auf. Eine grüne Lichtscheibe. Und da habe ich mich als erstes gefragt, verdammt, warum ist denn da eine grüne Lichtscheibe drin? Und dann fiel mir die additive Farbmischung ein. Und was das ist, das gucken wir uns mal gerade an. So, hier sehen wir drei Farbpunkte. Rot, Blau, Grün. RGB. Hier, das sollen also Lichtschein, also ein Lichtschein sein, ein roter, ein blauer, ein grüner Scheinwerfer. So, und ihr erkennt, da wo sie zusammenkommen, entstehen neue Farben. Und das weiße Licht ist ein Ergebnis aus diesen drei zusammengemischten Farben. Hier ist klar, es ist grün. Hier. Oh, hoffentlich kann man das sehen im Video. Sieht man, es ist rot. Hier kann man es erahnen. Hier kann man so erahnen. Dann wirkt es gelb. So, und wenn die Lampe komplett zusammengebaut ist, dann ist eine rote Lichtscheibe vor dieser grünen. Und da könnt ihr schon sehen, es wirkt so ein bisschen gelblich in der Mitte. Aber eigentlich ist das Rote vorherrschend. Und sobald es blinkt, dann wird die ganze Geschichte gelb. Und das ist ja das, was wir haben wollen beim Blinker. Es soll gelb blinken. Ja, ihr habt gesehen, bei der Autoindustrie wird mit allen Tricks gearbeitet. Da wird aus Rot und Grün kurzerhand mal gelb gemacht. Gut, das Video war heute nur sehr kurz, aber ich hoffe trotzdem interessant. Wenn ihr es interessant fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Über das Logo könnt ihr ein Abo dalassen und rechts und links kommt ihr zu meinen anderen Videos. Vielen Dank fürs Gucken, macht's gut, bis bald, tschüss.